Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wie gut ist eigentlich Pünktchen, der Panther, Panther 1 muss man sagen, weil wir haben im Spiel auch einen Panther 2, der Tier 7 Standard Medium bei den Deutschen, im deutschen Tech Tree, neben dem VK3002D. Es ist auch heute wieder ein Fahrzeug, welches schon sehr, sehr lange im Spiel ist und dementsprechend man natürlich auch die Frage stellen kann, sollte vielleicht, wie gut denn der Panther im Spiel noch performt. Und im Grunde könnte man hier fast jeden Medium auf Tier 7 nennen, denn die haben alle so ähnliche Probleme. Und der Panther tatsächlich auch, aber der sticht an einem anderen Punkt deutlich hervor oder an einem Punkt. Also der ist, er hebt sich ein bisschen ab. Um das kurz zu erläutern. Das grundlegende Problem mit Mediums auf Tier 7 ist fast immer, dass sie den Durchschlag des Sechsers vor ihnen fast 1:1 übernehmen. Oder anders ausgedrückt, der Durchschlag auf 7er Mediums steigt nicht so in dem Äquivalent, wie die Tierstufe steigt. Ja. Das heißt, man hat in der Regel ganz häufig ein Pen-Problem, wenn man mit 7er Mediums unterwegs ist. Der Panther hat das nicht. Denn der hat auf der Standardmunition 198 Durchschlag und auf der Premium, was eine APCR ist, 244. Das ist ziemlich, ziemlich gut und damit hat man eigentlich keinerlei Probleme. Es krankt dem Panther aber an einer anderen Stelle bei der Kanone und das ist der Alpha 135. Das ist schon auf Tier 6 nicht wirklich prall und auf Tier 7 definitiv auch nicht. Und der Komet zum Beispiel hat 140 und das ist, ja, das sind 5 mehr, müssen wir nicht drüber reden. Wenn man sich die anderen Mediums mal so ein bisschen anschaut, T43, P43 TR, Leo, VK3002D, T20, die haben alle höheren Alpha. Der Leo natürlich, der Schweden-Medium, deutlich, richtig deutlich mehr Alpha. Und die haben aber alle das Problem, dass sie mit der Standardmunition, mit dem aktuellen Matchmaking, ziemliche Probleme kriegen. So, der Panther hebt sich da, wie gesagt, jetzt hervor mit seinen sehr, sehr guten Durchschlagswerten, aber er hat natürlich keinen hohen Alpha. Des Weiteren ist er sehr präzise mit einer Stockgenauigkeit von 0,32 bei 2,3 Sekunden Einzielzeit. Die Genauigkeit ist super für Tier 7 Mediums. Die Einzielzeit ist in einem absoluten Mittelfeld, das ist okay. Die Softstats, die sind auch im Vergleich in Ordnung bis sehr gut. Also im Tier 7 Medium Vergleich, ne? Nicht overall, versteht mich nicht falsch. Und die Mobilität, da kam gestern im Stream auch die Aussage, naja, der Panther ist nicht wirklich mobil. Das kommt drauf an, wie man Mobilität definiert oder welche Eigenschaften man da in berücksichtigt. Der Topspeed von 55, rückwärts 20, der ist in Ordnung. Er schafft die 55 auch auf harten Böden. Also wenn er einmal fährt, ist es okay. Und da liegt schon die Krux drin, wenn er einmal fährt. Er hat ein Leistungsgewicht von 16,36 PS pro Tonne. Und das, wenn man das jetzt nicht in der Vergleichstabelle sieht, könnte man denken, ja, okay, das ist jetzt nicht der super mobilste Medium. Der hat jetzt, also der hat, er ist nicht anzugsstark. Wenn man das dann aber mal wirklich sich in der Vergleichstabelle anschaut, dann stellt man fest, das ist schon ganz schön scheiße im 7er Medium-Bereich. Also die gerade genannten hier aus meiner Vergleichstabelle sind alle um Längen besser. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Und das ist die Drehfreudigkeit. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele dann sagen, der Panther ist nicht mobil. Denn ja, die Drehfreudigkeiten, auch wieder mit den gerade genannten Medium-Fahrzeugen, da ist der Panther wirklich ein fetter Klops und überzeugt da medium-technisch nicht wirklich. Das heißt, er fährt schnell geradeaus, aber wenn es ums Drehen geht, dann wird es ein bisschen schwierig. Außerdem, weil gerade gesagt, fetter Klops. Er hat einen Tarnwert, der ist unterirdisch. Der liegt fast im Heavy-Bereich. Deswegen, man kann mit der Kanone gut snipern. Man sollte aber nicht drauf spekulieren, dass man ungespottet bleibt.
denn der Tarnwert ist für den Medium eine absolute Katastrophe. Die Sichtweite von 380 Metern sind okay. Wir sehen also hier mit einer Optik und einer entsprechenden Mannschaft kann man den auch maximieren. So, und jetzt haben wir erstmal die Grundeigenschaften geklärt. Wir haben geklärt, was die meisten Mediums für Probleme haben. Das sind Durchschlagsprobleme. Er hat kein Durchschlagsproblem, er hat eher ein Alpha-Problem. Die DPM im Übrigen, um das noch abzuschließen, die ist auch nochmal sehr gut für den 7er Medium-Bereich. Und nun stellt sich die Frage, ist der Panda denn noch gut? Ist er gut? Ist er nicht gut? Wir haben jetzt seine Vor- und Nachteile aufgelistet. Ich würde sagen, ich habe zwar gestern im Stream das vielleicht ein bisschen anders formuliert, ich würde definitiv sagen, der Panther ist gut gebalanced. Jetzt sehe ich schon wieder die Nackenhaare von einigen von euch, denn einige von euch betrachten gebalanced, diesen Begriff, als ein Synonym für der Panther ist scheiße. Nein, er ist nicht scheiße. Jedenfalls nicht komplett scheiße, sondern er hat halt seine Vor- und Nachteile, die man halt, wo man wissen muss, wie man die ausspielt. Und da braucht man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es muss halt klar sein, dass du mit diesem Alpha nicht traden kannst. Vergiss es. Selbst gegen Sechser tradest du nicht gut. Also gegen die meisten. Es gibt sicherlich welche, die haben noch schlechteren Alpha. Aber du tradest halt einfach nicht gut. Was ist die Stärke? Ist es die Kanone? Also spiele lieber aus der zweiten Reihe, nutze deine Präzision, nutze die Durchschlagsleistung, nutze die gute Schussfrequenz, die gute TPM, versuch die Gegner vielleicht auf Kette zu halten, wobei das natürlich mit dem geringen Alpha, mit dem geringen Modulschaden teilweise schwierig ist, jemanden überhaupt auf Kette zu schießen. Aber das sollte man nutzen. Panzerungstechnisch, gerade wenn man mit dem das Matchmaking berücksichtigt, wie oft man jetzt mal ein Top-Tier-Gefecht bekommt, so wie hier, und im Gegenzug, wie oft man dann gegen 8er oder vielleicht auch gegen 9er antreten muss, an dem Bounce genauso wenig wie an einem Kometen, an einem Leo oder an einem T20, beziehungsweise genauso viel oder genauso wenig, da bin ich der Meinung, da unterscheiden die sich nicht wirklich groß. Der P43 vielleicht, aber insgesamt, oder vielleicht auch der T43, wenn er mit seinem Turm Hold-Down steht, aber das sind dann eher Glücksbouncer, weil man halt irgendwie eine Rundung trifft. Aber wir dürfen uns bei 7er Mediums nicht darauf verlassen, dass wir effektiv Schaden abwehren können. Was noch die Stärke des Panthers ist, dieser ganzen Reihe, ist natürlich die RAM-Fähigkeit. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Dass die Teile können halt einfach wirklich mal gut gegen leichte Gegner mal eben so rammen, ja, da kann man gut Ram-Damage machen, wenn man noch einen Ram-Bock auf der Mannschaft drauf hat, dann kann das schon mal ganz lustig werden. Die Frage ist aber halt auch immer, wie oft hat man dann mal so eine Situation? Denn wie gesagt, mit dem Panda willst du eigentlich nicht in den Infight gehen, denn dann bam, 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 kannst du zwar deine Schüsse ansetzen, aber du wirst genauso oft halt dickere Kellen einfach reinkriegen und wie gesagt, es bounced an der Hütte halt nicht viel oder einfach gar nichts. Jetzt habe ich ihn schon wieder negativer dargestellt. Also ist die Runde hier performt, muss man sagen, schon ziemlich gut. Es ist halt auch eine Top-Tier-Runde. Ich bin ihn nun gestern im Stream, keine Ahnung, 6, 7, 8 Runden gefahren. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber schon eine Handvoll Runden. Und wenn man dann halt dieses typische Matchmaking hat, dass du dann des Öfteren halt maximal Mid-Tier oder eher Low-Tier bist, dann hast du mit diesem Alpha einfach so die Arschkarte gezogen. Die Gegner juckt es einfach nicht. Es juckt die Gegner nicht. Das kann man natürlich auch ausnutzen, denn ab irgendeinem Punkt DPMt man dann halt doch Hitpoints weg. Aber wenn du halt, wenn da ein 8er Heavy oder ein 9er dasteht, hey, ganz im Ernst, dann fange ich mir halt zwei Schuss vom Panther, wenn ich dafür mit meiner 300er oder 400er Kelle oder meiner 490er Kelle da den Gegner rausnehmen kann, dann nehme ich das vielleicht im Zweifelsfall einfach in Kauf. Also, zusammengefasst, der Panther ist ein solides Fahrzeug, er ist nicht gut, er ist nicht schlecht, er hat garantiert gerade mit dieser L100 Kanone seine Liebhaber unter euch. Aber insgesamt muss man sagen, 7er Mediums sind schon so ein spezielles Völkchen, die, oder Panzerchen, Panzergruppe, die halt irgendwo so, also Tier 7 ist halt so eine Übergangsstufe und das macht es halt dann manchmal etwas, ich nenne es mal, herausfordernd. Eine Frage, die gestern im Livestream noch aufgetaucht ist,
wo Söleina dann geschrieben hatte, der Panther hat schon immer die L100. Und ich so, boah, bist du dir sicher? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der die schon immer hatte, diese lange Kanone. Ich weiß, er hat sie seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber mich würde das natürlich mal interessieren, hat er die schon immer gehabt? Ich will, wie gesagt, Söleinas Meinung da nicht in Frage stellen. Ich würde es gern nur nochmal von jemandem bestätigt haben, beziehungsweise vielleicht hat ja auch jemand noch irgendwie einen Link zu uralten Daten, wo man das nachgucken kann. Denn ich bin mir halt da irgendwie nicht 100% sicher, nur so 95%. Ich habe halt irgendwie im Kopf, dass die Reihe mal überarbeitet wurde, aber das schon Jahre her ist. Aber wie gesagt, ich bin mir da halt abschließend nicht ganz sicher. Vielleicht liege ich aber auch, wie gesagt, komplett falsch, was das Thema der Kanone beim Panther angeht. Leider hat die Runde am Ende nicht für einen Panzerass gereicht. Das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich zugeben, weil insgesamt lief es nämlich ziemlich, ziemlich gut. Wir bekommen den Speer, den Schläger und das Wirkungsfeuer noch oben drauf. Wir machen 2661 Schadenspunkte. Um das nur mal in Relation zu setzen, ich habe 32 Mal geschossen und 23 Mal getroffen und davon 21 Schuss in Schaden umgewandelt. Versucht das mal mit anderen Fahrzeugen. Also ihr seht, das ist die große Herausforderung bei den Alpha. Ihr müsst es schaffen, so oft ein Ziel vor die Kanone zu kriegen und dann auch schießen zu können und zu treffen. Und das ist halt die Krux beim Panther. Dass man das einfach nicht immer schafft oder in den seltensten Fällen. Da muss man schon ein gutes Gespür für die Situation haben und für den Verlauf des Gefechtes und für die eigene Positionierung, dass man da auch immer am richtigen Ort ist, um da entsprechend auch seinen Schaden anbringen zu können. Weil ansonsten bringst du halt deine 5, 6 Schuss an, vielleicht auch deine 10 Schuss und dann hast du irgendwie ja knapp über 1000 Damage und das ist natürlich als Tier 7er dann so ein bisschen frustrierend. 3 Kills, 1239 Base, damit haben wir uns ganz knapp hier auf Platz 1 vor dem SMV gemogelt, der mit 5 Kills und 3-3 Damage hier auch eine richtig gute Runde hingelegt hat. Wir machen noch 1600 Support, 320 geblockt bei der Panzerung. Wie gesagt, wir sollten uns da nicht viel drauf einbilden. Mit den ganzen Feiertags-Ops abzüglich, ich weiß gar nicht, ob Premium-Munition dabei war, ich glaube nicht, aber der Schokolade sind es immer noch 100.000 Credits aus der Runde raus. Und ich habe noch irgendwelche Boni, glaube ich, aktiv gehabt, 9.295 Erfahrungspunkte. Was sagt ihr zum Panther 1? Im deutschen Checktree auf Tier 7. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr auch ein paar mehr Infos habt bezüglich der Kanone, ob er die schon immer hatte oder nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gemonfen, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.